So, hättest du jetzt den fressen? Kann man keinen Spaß mehr machen mit dir, oder was? Kann ich keine Kugel mehr in dir reinpacken, oder was? Du bist nur am Schießen, du Gambo. So, jetzt reicht's. Hey, alles klar? Hey, alles klar. Und tot. Fall hin. Hey, Hoffmensch, du hast vorhin gesagt, du bist enttäuscht. Was, warum? Was habe ich getan? Sag's mir. Das kann ich jetzt nicht sagen, nein. Okay. So, und wo sind die anderen jetzt? Hallo? Können Sie bitte die MD rufen? Wir brauchen unbedingt einen. Officer Duanga Kalinga Fufuna Unano SS, wir brauchen bitte einmal unbedingt die MD. Verstehen Sie denn nicht, wie wichtig das ist? Die draußen sterben, die Leute! Kleines Stück Scheißen. PD, Officer, Lieutenant, nein, konnte. Verdammt, Scheißen, was bin ich? Major Duanga Kalinga Fufuna Unano SS, hört ihr mich im Funk? Hallo? Punktdisziplin. Wer war das? Jetzt verstehe ich, der Bürger stirbt. Swanga, wieder leb ihn! 82-10-1. 82-10-1, okay, du kriegst eine Sanktion von mir. 82 bitte einmal zur Aufstellung in die Garage, vielen Dank. Fanny, ich habe ein Problem. Hier liegen zwei Officer-Beamte und zwei Täter bei SG tot. Brauchst du Unterstützung? Ja, ich sprach auf jeden Fall MDs. Hallo, geht's Ihnen wieder gut, diese Leute? Wie ist der MD-Funk? Stabilisieren, du angehört nicht mal lange, schnell! Wie heißt der MD-Funk? Die Nummer 3. Guten Tag, Officer 130 hier, PD. Gibt's da einmal einen Funk? Hallo? PD für MD, bitte kommen. Ja, sage mal, und zwar habe ich hier beim Sozialgefängnis hier oben ein paar Leute liegen. Können Sie mal vorbeischauen? Ecke 01 fällt an. Ja, ein bisschen Dalli aber, nicht? Natürlich, der Herr. Vielen Dank. Wanga. Ja? Komm nur mal her. Stabilisieren. Nein. Mein Kollege stirbt. Ist mir egal. Er sieht gleich Sandela! Stabilisieren, Junge! Genau. Ist Sandela ein Schlamper? Warte, bis ich aufstehe. Ich frag dich, ob sie ein Schlamper ist! Warte, bis ich die Macht bekomme. Lass mich nicht sagen. Duanga, das war Nummer 2, mein Bester. Was war Nummer 2? Das war das zweite Mal. Ja, was soll ich machen? Ihr wolltet mich überfurt! Das war das zweite Mal, Duanga. Willst du dich mit mir anlegen? Ich sag dich eine Sache, niemals mit mir. Das war das zweite Mal. Also drohst du mir? Hallöchen, die Herren. Wie geht's ja, Ihnen? Guten Tag. Ich bin Duanga Kalinga Fufuna und Anna Ossas. Bitte einmal helfen mir erstmal die Polizeimenschen und dann die andere Offer. Hier, gar kein Problem. Danke schon. Wie ist dein voller Name? Sag Duanga mal. Kalinga Fufuna und Anna Ossas. Ein sehr schöner Name. Danke schon. Hat meine Mutter mir gegeben. Natürlich nicht. Warum soll ich durcheinander kommen? Das ist mein Name. Das ist genauso wie Hans oder Sven. Genau. So Hallöchen. Können Sie mir ein Pflaster geben? Danke schön. Danke. Ich brauche ein Pflaster, bitte. Hey. Gar kein Problem, gebe ich Ihnen. Okay. Was ist deine Schuhgröße? 136. Oh, danke. So, Hallöchen, der Herr. Wie geht's Ihnen? Danke schön, Maria. Alles gut, geht's soweit. Ah, okay. Nur ein bisschen Schleudertrauma. Ich gebe mal ein Pflaster. Ich habe jetzt. Die Worte los. Hä? Danke, mein Freund. Ja, ja, ich hätte noch ein Pflaster dabei. Kollege. Warte mal, spät. Ja, was? Die Worte los. MacRibs. Ja. Warum muss ich? Wo steht das? Wirklich? Soll ich wirklich? Was denn? Achso, hallo, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's beschissen. Achso. Wieso willst du mir gehen, Alter? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Deswegen frage ich ja. Okay. Ihr beide Polizeibeamte, bitte einmal mitkommen. Mhm. Ups, falsches Auto. Habt ihr ein Auto hier? Vorne ist die Dienstgarage. Komm mit. Ja, willst du da? Wir treffen uns bei Kakikartell anwesend. Fahrt jetzt hin. Was denn das dann? Hallo? Was ist denn das, Land? Wisst ihr, wie krass wir damit observieren können, Chat? Ich will das einmal versuchen. Oh, Scheiße. Wieso nehmen die mich so hoch? Wollt ihr mich verarschen? Meintest du, sie sollen hin? Wo sind die zwei Verdächtigen? Die sind weggefahren. Okay, Scheiße. Okay, geht vorne hin, macht ein bisschen Trubel, lenkt die ab. Ich will hinten reinfahren. Fahr doch da über Helipad rein. Das Problem ist, man kann mit der Kamera nicht nach oben gucken, richtig, bei dem Wagen. Da ist ein kleines Auto. Was? Hallo? Ah, nicht auf mich! Ja, das... Wie soll ich denn ins Spielauto knallen? Das ist ein PD. Scheiße. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? So ist es eigentlich... Mit diesem Geräusch ist es unmöglich, irgendwo rein. Ey, du Pimmer! Fick dich!
Hä? Lass mich auch mal fahren. Breit mal gesagt, wir dürfen nicht auf dich schießen. Dieser Typ fährt uns anwesend. Oh mein Gott, ich bin am Arsch. Das geht zu schnell kaputt. Also so kann man das, glaube ich, damit nicht machen. Ich muss den einmal tanken, dann packe ich den ein. Das Breitenberg zum Ausrasten gebracht. Wieso? Warte. Genau das darf nie wieder passieren. So, am Anwesen wird nicht geschossen, keine Waffe gezogen. Kein wildes Hin und Her rennen wie irgendwelche Hühner, die kopflos sind. Und wenn PD-Länder lesen, sind wir ab jetzt vorsichtig. Aber sie sind doch weggefahren. Ich bin. Wir haben immer noch Hass auf uns. So, und wir haben heute ganz andere Sachen zu. Wir müssen auch produzieren. Aber er hat recht, Wallah, er hat recht. Heute Abend findet die Tafelrunde statt. Auch wenn ich und Duanga ist in der Stadt, lasst euch von Duanga. Auch wenn ich die quasi denen einen Grund gebe, da mir hinterherzulaufen oder so, aber das ist dumm, wenn die einfach so auf irgendwas schießen. Nee, Wallah hat er nicht. Bruder Zembas, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Es ist sehr, 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 sehr krass. Er hat zu 100 Millionen % recht. Auch vorhin, als Duanga bei dem Mann anwesend war. Die haben direkt Waffe gezogen, auf Duanga gezielt. Die waren einfach unvorsichtig. Erzählt mir, was ihr wollt. Die waren unvorsichtig. Ich weiß, ihr wollt die immer schützen und so auf Kleinkindbasis manchmal. Aber wenn ihr so ehrlich seid, dann hat er wirklich 100% recht, der Breitenberg. Das ist einfach so. Erzählt mir, was ihr wollt. Was ist das? Wallah, einfach wie ein Black Ops 2 geworden. Eng! Das ist so ein blickfangendes Auto, man kann damit gar keine Geheimmission machen, Chat. Ja, guten Tag. Hallo. Geht's Ihnen gut? Gibt keine Drohne, habe ich schon gefragt. Natürlich, danke schön. Ja, sieht nicht so aus. Okay. Ist zu schwer, damit was zu machen, sage ich euch ehrlich. So, warte mal, achso. Breitenberg-Ausraster wolltet ihr sehen? Oh mein Gott, haben die den Clip wirklich gelöscht direkt? Der Clip ist direkt gelöscht. Digga, wie ist er denn da durchgedreht? Was geht ab, Cousin? Hallo? Wer ist das? Was ist Hallo? Das? Hallo? Meinst du, ich kann Plattenreifen schießen? Hallo. Digga, haben den Schaden. Digga, sind hier doch, Cousin, ich will das auch mal. Meinst du, ich kann Plattenreifen schießen? Oh mein Gott. Okay, wir parken das unten am Hafen. Und was ist das? Ey, Kalis, komm mal jetzt zurück und hört auf zu schießen! Was ist los? Hallo? Ey, Digga. Oh, hört ihr nicht. Ey. Dieser random Schießer auf deren Schießer. Der eine, der jetzt noch schießt, ich schwör's euch, der kriegt jetzt sofort ein Blood-Out. Ihr Vollidioten! Das ist gar nicht schlimm. DOJ für PD kommen. Aber ich sag euch ehrlich, er hat recht. Wallah, er hat recht. PD für DOJ kommen. Die schießen einfach random auf irgendein kleines Auto, so dumm. Ich hab seinen Wagen. Sollen wir uns umziehen müssen und... Wird's alles geben, ist schon in Gesprächen. Okay. Wanga! Wallah? Wenn der irgendwo steht mit der Waffe, schießen wir es ab? Ja, yeah. Nein, wir schießen es nicht ab. Nicht abschießen. Aber es bewegt sich, weil sofort alle drauf schießt. Oha, so was machen wir dumme? Ja, könnte ich. Gut, allerdings wurde uns gerade von zwei vermeintlichen Officern voller Konzentration zu bleiben. Wenn so, ja? Also, ich wollte das Gespräch eigentlich anhören. Ja. Ich bitte euch als 02, das ist auch irgendwo ein Befehl, ISAC als 01 zu akzeptieren und nicht irgendwelche dumme Gespräche stattfinden zu lassen oder sonstiges. Er wird eine riesen Bereicherung für uns alle sein. Er wird das machen, was eine 01. So wie du es wolltest. Let's go! Kali, Kartell, es ist Mr. Bitcoin. Lauf schnell, wenn er hinter dir her ist, hast du keine Chance. Du hast sofort.